So, wie läuft das denn hier? Was ist aber der Umsatz rein, Alter? Was ist denn mit Mentoring hier? Letzte Stunde 6, 7, 8.000. Oh, das ist doch zu wenig. Das ist doch, wenn wir so einen Anruf machen. Jetzt ruft der schon wieder an. Wolfgang. Ja, das ist mir klar, dass der Goldpreis in die Höhe schießt. Deswegen haben wir doch vor 2-3 Wochen. Ja, ja, natürlich. Ach, was für 700.000. Wolfgang, ich bitte dich, machst du eine Mio draus? Ja, derselbe Scheiß. Warte mal kurz, bleib mal kurz dran, Wolfgang. Herr Stauffenberg, grüße Sie. Alles gut bei Ihnen? Ja, sicher, sicher. Nee, das war ein ganz bezaubernder Abend. Ja, aber grüße doch mal Ihre Frau Gemahlin. Ja. Nicht du, Wolfgang. Ist mir klar, dass du ein Schützenjäger bist, damit deinen Alten da immer. Bleib mal kurz dran. Herr Stauffenberg, wie kommen wir denn jetzt ins Geschäft? Kommen wir denn ins Geschäft, ist die Frage. Ja, liquide sind wir alle. Ich sag mal so, wir lagen alle nicht am Hungertuch. Machen wir den Deal. Kommen Sie doch um 16 Uhr bei mir im Office vorbei, dann machen wir das Ding fest, ja? Ich lasse alles vorbereiten von meiner Sekretärin, ja? Was wäre denn mit der Rendite? Ja? Ja, ich denke, da können wir beide mit leben. Dann nehmen wir noch ein Leckerli mit nach Hause für den Urlaub, oder? Das denke ich doch auch. Bis später, ja? Wolfgang, mach das Ding gleich. Was für eine Million? 1,5 haust du da jetzt nochmal rein, Alter, bevor das zu spät ist. Wie sieht es denn aus mit dem Portfolio? Ja, wie hast du nicht nachgeschaut? Da geht er schon wieder runter hier bei dem... Ja. Was ist das denn, Bullmann da mitnimmst, Wolfgang? Ich bitte dich. Ja, morgen will ich da was hören. Die arbeiten alle nicht. Frau Schulz, jetzt schlägt es aber langsam. 13! Wie ist der denn jetzt hier durchgekommen? Was ist denn mit den Securities? Ja, da schauen Sie mich wieder an wie ein Boot. Tut es Ihnen denn leid? Ja, zeigen Sie das mal. Frau Schulz, nun zeigen Sie mal, wie Ihnen das leid tut. Kehren Sie durch. Lassen Sie, der Boss macht das schon. Nun gehen Sie mal. So, wer sind Sie jetzt? Schicker Tempel. Läuft bei dir. Was geht? Was geht? Was soll gehen? Was ist das da? Die Aktien im Keller und die Nerven im Ende hinzu. Wie, was ist das hier? Was geht dich das denn? Wer bist du überhaupt? Ich dachte, du arbeitest am Album. Wer bist du hier? Was willst du hier? Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Dein Ernst? Willst du mich verarschen? Du fragst, wer ich bin? Wir kennen uns? Woher? Das ist nicht dein Ernst, oder? Woher denn? Du sitzt in diesem komischen Tempel und fragst mich, wer ich bin? Guck doch mal in deine Akten, ich bin seit einem Jahr bei dir gesigned. Wer bist du denn, Junge? Nun hau doch raus, mach den zu spannend, hier bin Hitchcock-Triller. Wer bist du? Hast du irgendwelche Akten hier? Guck mal, in deinem Label, seit einem Jahr bin ich gesigned. Gescheint? Wo gescheint? Bei Alpha, Alter, was steht da oben? Was steht da? Warte mal, ach stimmt, wir haben ja auch noch Künstler. Warte mal, stimmt, was war denn da nochmal? Oh, da klingelt was. Da klingelt irgendwas, sagt mir das. Was, Asche, was war denn nochmal? Was ist das eigentlich für eine Bude hier? Was machst du hier? Nee, da klingelt was. Ich guck mal in die Akten rein. Warte mal kurz. Boah, da kommen die jungen Leute aber auch kackenreißt hier in die Büros reinmarschiert. Hier, warum haben wir denn die Künstler? Ach, das ist jetzt noch alles, was hier. Ja, Asche, hier steht's doch. Hier. Da bist du, oder was? Was haben wir denn da drin? Was haben wir denn hier? Asche, gesigned. Wie lange bist denn du schon in dem Label? Seit einem Jahr. Ein Jahr schon? Jo, was hast du bis jetzt gemacht? Alter, wir saßen noch zusammen in Hyatt. Erinnerst du dich nicht mehr daran? Was machst du hier eigentlich? Das ist ja abseits von Musik und keine Ahnung. Aber ja, sicher, das ist mein Office hier. Was für Musik? Da habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Das habe ich doch nicht mehr auf dem Schirm. War Rap? Ja, du aber anscheinend auch nicht. Was hast du ein Jahr gemacht? Ich hab mein Album fertig. Gönjamin-Wochen auf ein Jahr, oder was? Alles fertig. Die jungen Leute, die haben aber auch wirklich nichts mehr an Leistungsbereitschaft aufzubringen. Album fertig, ja, ja. Nee. Komm, dann bring das raus. Ja, bring mal raus. Ich hab da anderes zu tun. Guckst du das mit meinem Labelmann da, das alles? Ey, ich bin doch nicht wegen mir hier. Es geht um dich. Och, was hast du mal gesehen, was die Leute die ganze Zeit schreiben? Du musst doch hier, guckst du im Internet mal, was da über dich geschrieben wird. Die Fans wollen, dass du ein Album machst. Wo steht das? Wie, wo steht das? Ich weiß ja nicht, auf welchen Seiten du mich rumtreibst. Vielleicht auf Binance. DAX oder sowas. Binance.
Was? Forex, schon mal was von Forex gehört? Das ist die Zukunft, Junge, da steckt die Kohle drin. Im Rap ist doch nichts mehr zu holen, das haben wir doch durchgenudelt. Alter, was ist das da? Da ist nichts mehr zu holen, guck mal da, was da steht. Gold, 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 Platin. Asche, hier. Boss-Trafo, Monatsumsätze. Weiß Bescheid. Soll ich dir mal ausrechnen, was ich in der Stunde mache, allein mit der Immobilie, die jetzt gleich über den Ladentisch wandert? Ich rechne es dir genau aus. Du bist ein genauer Typ, du bist ein ehrgeiziger Typ, du willst es genau wissen, bis auf die sechste Kommazahl, sechste Nachkommastelle. Deswegen bin ich doch gar nicht hier. Guck drauf. Und du komm, der kommt mir mit Rap. Der kommt mir mit Rap. Der kommt mir mit Rap. Alpha Mentoring Programm. Hast du das mal hochgerechnet, Junge? Ich zeig dir mal eine Sache, Junge. Weißt du, was das war? 500.000 Euro Wigwase aus China. Weg. Jetzt hör zu. Wolfgang, du alter Wichser, wie sieht es da aus jetzt? Prognose? Ach, ist schon drin. Hört, hört. Wie viel genau, Wolfgang? Sag's, ich mach dich auf Lautsprecher, Wolfgang. Ist das in Ordnung für dich? Verstehen wir uns? Mach dein Rap. Ich bin da raus. Aber es geht doch nicht um meinen Rap. Mein Album ist fertig. Außerdem, was heißt Rap? Du hast das doch geprägt früher. Du hast Rap wieder Rap gemacht. JBG3, Zuhälter Tape Volume 4 Imperator. Früher was? Mal. Früher mal. Weißt du, was die Leute gerade rappen? Das war die gute alte Zeit. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Pudel sind das. Pudelköpfe. Ich weiß doch selber, wie das da alles abläuft. Ja, Paralila und der ganze Scheiß. Lila, lila. Weißt du, was die Farbe der wirklichen Geschäftsleute ist? Grau. Die Welt ist grau und nicht schwarz-weiß. Grau wie das Betongold. Ich habe nachher einen Immobiliendeal. Wenn ich will, kaufe ich mit dem Ertrag, kaufe ich die ganzen Rapper und stecke sie mir in den Sack und versenke in den See, wenn mir danach ist. Ich habe keine Zeit. Time is money. Musst du zur Wall Street nachher jetten. Aber lass mich doch mal sagen, ich habe so eine krasse Idee. Allein für dein Intro, wenn wir den Beat, verstehst du, mit den Chören anfangen, so wie früher. Und dann kommt der Beat rein und dann kommst du rein, ey, der Boss. Chöre, Chöre. Ah, ah, ich kann es nicht mehr hören. Vidi Vici, der King, der große Imperator, im Lederkorsett auf dem Pferd, ist jetzt back und übernimmt nochmal das Rap-Game. Ich kann es doch nicht mehr hören. Wie oft dein noch, Junge? Also könnte ich mich ja wirklich manchmal aufregen. Alter, dass man das aber auch nicht peilt. Es ist doch jetzt deine Zeit. Du bist doch der Junge. Du bist ein Kämpfer. Du bist, woher kommst du? Tschetschenien. Bitte, Tschechien? Tschetschenien. Tschetschenien. Ja, ihr seid doch stabile Jungs. Da im Kaukasus. Da wird doch eine milde Luft. Da ist doch frische Luft. Ihr seid doch stark. Ihr seid doch im Saft. Deswegen bin ich doch hier. Alle haben doch gesagt, geh und red mal mit dem Toni. Er soll jetzt wieder ein Album bringen. Er muss doch mal rappen. Du machst das Ding. Ich guck, dass ich da dem Studiomensch da Bescheid sage. Gehst ins Studio, machst dein Album, bring mal das raus. Ich delegiere das alles. Er hält sich an mein Label, Mann, den Easy, ja? Hör mal. Den Easy doch. Hör mal, da ist einer, der will rappen, ja? Mach's. Kümmerst du dich drum, ja? Asche heißt er. Ja, schicke ich dir vorbei. Mach's schön, warte den Junge gut, ja? Du machst das Ding, Asche. Ich glaube an dich. Rein in die Masse. Einen heißen Haffee vorher. Wie wär's denn damit? Ne? Sitzt hier so betröppelt, du guckst mich an wie drei Tage Regenwetter. Mensch, was ist denn los mit dir, Junge? Komm, du könntest schon längst zwei Tracks aufgenommen haben. Ich muss hier gleich weiter. Was ist denn jetzt? Also, kommst du mit ins Studio und machen wir das Ding? Da gucke ich mal gerade auf meine Patek. Och! Och! Was zeigt sie denn an, die Patek? Kannst du es mir vielleicht sagen, Asche? Asche, magst du mir die Uhrzeit ablesen von meiner Patek? Ich kann die Uhr noch nicht. Kannst du nämlich nicht, weil sie zu sehr glitzert und ich bin schon spät dran. 10 Minuten vor der Zeit ist die deutsche Pünktlichkeit. Asche, ich muss los. Guck, dass du ins Studio gehst. Und was mit dir? Ich bin jetzt da weg. Wie, du bist weg? Weswegen bin ich denn hingekommen, Alter? Ey, hör auf zu boxen! Es darf doch nicht weiter. Führt sich hier auf. Da schwillt mir schon wieder der Hahnenkamm. Meine Güte, da krieg ich schon wieder. Ich bin kurz vor der Psychose, Alter. Warte mal kurz. Fridolin, kommst du einmal kurz rein, bitte? Das ist deine Legacy. Legacy. Das hier. Das hier ist deine Legacy. Legacy mich am Arsch. Wo steht Fridolin. Das am Verstauben, Alter?
du bist die Rettung in letzter Sekunde, Fedolin. Ich sag dir das, nun verpiss dich aber auch wieder, ja? Dreh schon mal den nächsten. Tistak, was rauchst du da, Alter? Du bringst mich auf die Palme wie der Kokoslos. Aber da muss ich ja runterrauchen. Ich habe gleich einen wichtigen Termin, Immobilien. Mach den Scheiß aus, Alter. Du musst den Besitzer wechseln in so ein Verkaufsgespräch. Kannst du die Leute doch nicht motivieren und dann so eine Scheiße rauchen. Mach das aus. Kannst du nicht in so eine Immobilien-Deal reingehen mit 180 Puls? Was denken die denn von mir? Wie so ein Wahnsinniger. Ich mach das jetzt schön klar. Asche, setz dich. Junger Mann, setzen Sie sich doch bitte. Hier, Blatt Papier, ein Stift, schreibst einen Text, gehst ins Studio, wir machen das, wir bringen das irgendwie raus da von dir. Übernimm das Steuer. Nimm das Ruder in die Hand. In die großen Fußstapfen vom Boss, ja? Ich bin da raus. Rein in die Masse, Junge. Die chillen da immer. So. Hey, Dr. Petersen. Ja, ich lasse gerade die Essenz vorbei. Ich bin dann 5 Minuten da vor Ort, wo ich bin, ja? Bis gleich, Dr. Petersen. Diese Premium-Immobilie, die eigentlich nur auf den solventen Einstieg eines Geschäftsmanns. Herr Dr. Peser, jetzt haben wir uns 2 Wochen lang über diese Immobilie unterhalten. Ich sage, mein Exposé ist immer nur so gut wie der Typ, der das zurecht photoshoppt, da die Bilder. Das ist jetzt also die Immobilie. Ja, Herr Blume, wie besprochen, hier vorne ist die Immobilie. Absolute Frontlage, ja. Unverbaubare Fernsicht, das Ding wird einschlagen. Das ist ein sogenanntes Sahnetöpfchen. Ich stehe jetzt hier unten und schaue mir das an. Die Draufsicht habe ich natürlich nicht. Bin kein Vogel, kann das nicht aus der Vogelperspektive sehen. Wie sieht es denn da aus mit dem Pool, was ich Ihnen gesagt habe, Herr Dr. Petersen? Mit dem Pool, das sind rudimentäre Dinge, die kriegen wir im Nachhinein immer noch erledigt. Obendrauf, 30 mal 40 Meter, ja, war die Absprache. Ich gehe davon aus, dass unsere Architekten solche Lösungen finden werden. Zu ihrer Zufriedenheit natürlich. Mit Gegenstromanlage, wie gewünscht. Ja. Gegenstromanlage muss da drauf. Ja, Stichwort Nussholzmobiliar, dass die Liegestühle da aus feinstem Mahagoni sind. Sollten wir uns nicht auf den Pool konzentrieren, sondern die Immobilie als Ganzes ist einfach ein Sahnestück. Und auch so nicht nochmal zu bekommen. Ich biete das eigentlich nur einem elitären Kundenkreis an und ich denke einfach mal... Was hat Ihr Assistent dafür ein Zettelchen eigentlich in der Hand, ja, das die ganze die Zeit? Natürlich. Das sind nämlich die Baupläne. Ja. Ja. Schauen Sie mal. Eckpunkte. Ja. Und hier werden die Zugänge sein, hier sind die Umkleiden. Hier sind die Mahagoni-Waschtische. So wie gewünscht. Ja. Alle handgebeizt, wie gewünscht. Rollstuhlrampen in jedem Geschoss. Da sind ältere Herren und Damen dabei. Natürlich, das ist behindertengerecht. Das ist der Plan. Ja, natürlich. Behindertengerecht ist der Plan. So eine leichte Anfahrt, so nicht zu steil. Machen Sie 70 Grad Winkel. So viel muss man noch in den Armen haben. Auch mit 70. Ja. Damit klammern wir auch die Zuschüsse des Landes noch mit ein, indem wir das behindertengerecht aufbauen. Mit den Zuschüssen, das war sowieso das Thema, ne? warum das überhaupt so interessant war. Das ist doch das war da auf Kosten des Staates, dass ich da noch die Taschen voll mache. Auf gut Deutsch gesagt, natürlich. Ja, das ist, Sie wir haben auch Sie überall ja die Bewegungsmelder installiert. Wir sind ja unter uns Das hier. Ist ja auch alles klar. Ja. Ne? Da brauchen wir gar nicht unter uns sein, wir können ganz offen reden. Ja. Wir haben nichts zu verbergen, das ist ein ganz seriöses Unternehmen. Ja, Dr. Petersen, wir verstehen uns doch. Sicher. Ich denke einfach mal, wir kommen da auch sehr schnell zu einem Vertragsabschluss. Es ist am Ende des Tages immer eine Preisfrage. Sie haben uns ja nicht ohne Grund gewählt, Herr Blume. Aber auch nichts zu verschenken. Es wird sicherlich eine Win-Win-Situation. Ja. Dass wir da alle glücklich nach Hause gehen, noch mit so einem Leckerli für den Urlaub. Was ist denn hier für eine Party? Kann ich mitmachen? Moment mal, was geht? Was machst du denn schon wieder hier? Was ist das denn schon wieder für ein Mumpitz hier? Wo kommst du denn schon wieder? Du hast mich überhaupt hier aufgespürt schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Wer sind die Priester? Das ist der Lupo, das ist der Herr Dr. Petersen und das ist der Herr von Brecht. Wir sind hier gerade in Immobiliendeal. Wie gehst du denn mit den Leuten um? Sorry. Das ist eine seriöse Herrschaft. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, ich hab voll die geile Idee für dein Intro. Ich höre nur noch Intro und den ganzen. Was machst du, Toni? Alter, was soll die Scheiße? Wieder mit dem Rapzeug. Das ist wirklich ein Mumpitz, was hier wieder abläuft. Immobilien, du hast doch genug Immobilien, oder nicht? Kommst du mir jetzt schon wieder mit deinem Rap-Gequassel da? Mach das doch, Junge. Geh doch rein in die. Ich hab's dir doch schon gesagt, du hast doch Talent. Du bist ein junger Typ. Noch spritzig, noch mit Spirit. Ein Tschetschener aus dem Kaukasus hier, Birge. Ja, mach das Ding doch. Mach du doch das fertig. Ding doch. Ich bin aber doch die da Fans durch mit. Nur nach dir. Die, guck ich mal, bin was doch gerade alles passiert ist. Guck mal, Toni, was die Leute schreiben und so weiter. Du musst Gas geben. Diese Immobilie, Asche.
diese Immobilie, die gibt schon Gas genug für mich. Das kann ich dir sagen. Weißt du, was das für eine Rendite ist? Weißt du, was das wird? Was ist eine Rendite? Seniorenstift, sagt dir das was? Denk anders. Seniorenresidenz. Alpha-Meeting für die Ü60er. Was meinst du, was die auf der hohen Kante noch haben? Das sind einsame Menschen. Ey, ich kenne Resident Evil. Och, aber ey, hör mir mal zu, Toni. Hör mal zu, ich habe eine richtig geile Idee für dein Intro. Wir lassen so die Chöre kommen, wie damals bei Alpha Gene und bei King, weißt du noch? Ja, ja. Und dann kommst du richtig King, rein. Wie die Vici, der Boss ist genau wieder da. Hat so. Man noch nie gehört. Die Fans wollen das hat hören. Man noch nie gehört. Und was ist mit den Ü60ern? Alpha-Meeting da drin, rechnet das mal durch, da passen 500 Silberköpfe rein, Asche. Mal 2000 im Monat. Alpha-Meeting für die Senioren. Scheiß mal auf dieses Alpha-Meeting. Ja, lass, dass du das nicht Rap hochrechnen machen. Kannst in deinem Kopf, ist mir auch Rap, wieder klar. Rap. Ach, Rap. Rap. Kann ich Kacke nicht mehr hören. Ich hab da das Spiel doch im Kreis, im Zickzack und noch mal rückwärts gespielt. Wer ist denn da noch übrig? Was hab ich denn da noch verloren? Da hab ich doch keinen Blumentopf mehr zu gewinnen. Das sollen die Topfpflanzen-Rapper da die Blumentöpfe einkassieren. Nun fahren sie! Nun fahren sie! So, danke, dass du mir hier diesen... Das ist doch nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben. Ein Bockmist ist das. Muss man sich mal vorstellen. Ich werde gestalkt dieses Jahr. Ja, Toni, komm. Das ist die Zukunft, Asche. Da kommst du irgendwann vom Mindset auch noch hin. Jetzt mach dein Album. Geh ins Studio, rein in die Masse, bring mal das raus. Aber lass mich mit dem Rap-Scheiß da in Ruhe. Okay, ich lass dich in Ruhe. Mich wirst du nicht mehr sehen. Jungs, folgendermaßen sieht der Plan aus. Ich habe alles versucht. Ich war in seinem scheiß Büro drin, hab den versucht mit Gewalt aus seinem Büro rauszuholen, hab die Securities kaputt zu schlagen. Hat nicht funktioniert. Bei einer scheiß Immobilienübergabe war ich drin, der steht da mit Anzugträgern. Ich konnte nicht überzeugen. Ich hab alles probiert. Nichts hat funktioniert. Wir gehen jetzt in sein scheiß Mentoring und holen ihn da raus. Jetzt bereits zu hoch. Valhalla. Nee, du. Oh man, in Apos, wie nur Chui. Bruder, wir brauchen ihn auf jeden Fall lebendig. Mega du da. Hey, 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 Jungs! Was mit euren Masken? Ah, dieses Modell hier. Ja. Bratan. Ah, Brat. Was machst du denn noch? Geht's jetzt schon los? Ja. Wir sind Alpha! Feuer! Ich begrüße euch, meine Alpha-Rekruten, zum zweiten Alpha-Meeting. Und ich schaue in eure Gesichter und ich sehe Schwäche. Ich sehe Omega-Verhalten. Ich sehe euch am Boden der Pyramide. Der Bodensatz der Pyramide, das ist, was ihr seid. Aber nicht mehr lange, wir wollen ganz hoch hinaus, oben. Der Capstone. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Und deswegen haben wir uns heute hier versammelt, um rein in die Masse zu gehen. Rein in die Masse wie ein... Steinzeit-Kanake. Rein in die Masse... Wie Miami Yassin. Jochen, du weißt das. Rein in die Masse wie ein... Chai in die Tasse. Oder Heinekenflasche. Ja, ja, der Chai in die Tasse und die Heinekenflasche. Ja, wie wär's dann mal mit einer Eiweißkaraffe, Jochen? Oder wenigstens mal dem heißeren Kaffee. Mal wirklich mal rein in die Masse. Und ihr habt alle das Feuer brennen sehen. Ihr habt alle diese Fackeln gesehen, aber die Fackeln, sie brennen nicht mehr. Jetzt liegt es an euch, das Feuer zu entfachen. Nicht mehr lange Fackeln, das Feuer entfachen, Freunde. Was ist denn da los bei euch? Den heißen Haffi in die Kehle rein, aber brühend heiß. Am Kriechen auf dem Boden wie eine Weinbergschnecke. Nein, 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 nein. Ihr habt nicht mal ein Haus, ihr seid Nacktschnecken. Das ist, was ihr seid, wenn ihr nicht das Feuer brennen lasst. Dies! Seine Karte. Diese Karte stellt Grenzgebiete dar. Diese Grenzgebiete
Hier, Jochen, siehst du das? Du bist noch nicht mal in der Nähe dieser Grenze. Du bist hier. Du bist hier irgendwo, in einem Erdloch, wie ein Erdmännchen. Jochen, da musst du hin und dann musst du hier drüber, über diese Grenze. Wir sind Alpha! Wir sind Alpha! Wir sind Alpha! Aufstehen, aufstehen! Aufstehen, aufstehen! Hussein, wie ist die Lage? Jo, Asche. Er ist drin, redet irgendwas von Weltherrschaft oder so. Er erzählt irgendeinen Scheiß von rein in die Masse, oder? Ja, ja, immer die gleiche Scheiße. Der redet immer die gleiche Scheiße. Folgendermaßen: Warte, bis der rauskommt. Geht nicht rein. Der raucht Zigarre. Irgendwann kommt er raus. Alles klar. Was ist mit seinen Securities? Wenn er gleich rauskommt, mit seinen zwei Securities. Schaltet ihr die beiden aus und dann schön das Chloroform in die Fratz und nehmt den mit. Alles klar. Alles klar, bis gleich. So, erstmal aus der muffigen Kutte da raus. So, mal schön ein Zigarrenpäuschen jetzt, ein Gönjamin. Päuschen jetzt hier. Johann, wie sieht das aus? Hast du mal eine Zigarre für deinen Alpha-Boss? Aha. So, wer hat jetzt hier Feuer? Geil. Hier, alles wie abgemacht. Muss ich zählen? Brauchst du nicht. Wir sind Tschetschenen. Wir sind genau bei sowas. Alles klar. Warte. Sag mal. Jim, ja. Gib ihm das, wenn er wach wird. Was ist da drin? Ist nicht dein Problem. Ясно? Хорошо. Звони.